Ja, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Scoob, Alter. Freut euch, juhu, es ist wieder soweit. Wir haben wieder ein neues Video. Es ist 21 Uhr. Und selbst Jasmin und unsere Goldie, die freuen sich. Guck mal, die tanzen hier voll ab, Leute, auf den Zangen. Oder vielleicht hüpfen sie auch nur wegen den Pixereien jetzt so. Autsch, ui, autsch, ui. Und sie springen immer so ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, warum das so komisch aussieht, ne? Lass die PvEler in Ruhe spielen. Ihr habt doch genug Platz da draußen. Was ist denn hier schon wieder los? Ihr habt doch genug Platz da draußen. Lasst mich doch nicht zu was zwingen, was ich nicht will. Richtig so. So sehe ich das genauso. Mach ich mit mir auch nicht. Lasst mich auch nicht zwingen, Leute. Ich werde nicht ge. Na? Ihr wisst Bescheid. Gut, das fängt ja wieder gut an. Naja, Scum, ne? Scum bedeutet Abschaum. Und es ist ein emotionales Spiel. Die Leute streiten sich manchmal oft, aber ich gebe auch nicht immer die Spieler oder so die Schuld, ne? Weichei kämpfe wie ein Mann. Ich mach nicht das, was ihr wollt. Richtig so. Die reiben sich auf, ne? Ja, es wird sich oft immer hier aufgewiegelt wegen nix und das ist halt liegt aber auch im Spiel, das muss man ja auch sagen, ne? Ich meine, das Spiel, das macht die Leute fertig. Seien wir doch mal ganz ehrlich, das Spiel macht teilweise die Leute fertig. Und jeder kann diese Hardcore-Kategorie von Scum gar nicht ab. Du verlierst alles, wenn du stirbst. Ne? Also du musst erstmal 14 Tage sammeln. Dann gehst du los. Ja, jetzt kann ich endlich kämpfen. Dann bist du aber tot innerhalb einer Minute, weil du den Typ noch nicht mal siehst, der dich abschießt. Und wenn du nur eine Kugel abkriegst, bist du meist komplett tot. Du kannst gar nichts mehr machen. Und dann willst du zur Leiche. Siehst aber, dass du 1000 Kilometer weit entfernt bist von der Leiche und läufst da mit Hass hin und hoffst, dass der nichts genommen hat und du deine Leiche wiederfinden wirst. Weil das nächste ist nämlich, dass du kein Leichensymbol hast und du musst gucken, wo du deine Leiche denn, ne? Wo die liegt. Also du wirst hier wirklich abgebumst bis zum geht nicht mehr, ihr wisst das selber. Und wenn man draußen in der PvP-Welt wohnt, dann kannst du auch deine ganze Burg quasi irgendwo theoretisch verlieren, ne? Von dem Original Scum her, es gibt keine Regeln vom Original Scum her. Aber Leute, das haben wir bei uns ja nicht. Wir haben unsere Fair-Play-Regelung. Da müsst ihr über Discord oder bei uns in der App gucken. Da stehen die Regeln. Und wir haben das Fair-Play halt so, dass das nicht ausartet. Das geht ja irgendwie leider nicht, ne? Also ich wäre am liebsten. Also ein gutes Spiel braucht man keine Regeln, sag ich mir immer, ne? Nun ist Scum ja kein schlechtes Spiel, sondern es ist einfach nur nicht fertig entwickelt. Und deswegen gibt es halt immer wieder Stress und Ärger. Ist halt leider so. Das wird sich auch nicht ändern. Die einen kommen, die anderen gehen, ne? Es gibt unzählige Server. Die, wo ganz viel drauf ist, sage ich mal, das sind meist diese internationalen. Ja, da sind halt alle drauf und da gibt es überhaupt keine Regeln, da hast du auch keinen Support, da gibt es auch keine, da gibt es gar nichts, Alter. Da wärst du dreimal Dollar zerfetzt als bei uns jetzt hier. Also, das wissen die aber die viele Spieler gar nicht, ne? Weil die es halt nicht kennen. Deswegen jammer ich da auch nicht hinterher, wenn einer geht oder sowas, ne? Ja, dann sollen sie doch auf einen anderen Server, dann sollen sie da ihre Erfahrungen machen und sowas, ne? Ich war selber auf den offiziellen Servern. Ich bin 20 Meter gelaufen, tot. Bin ich wieder angefangen, 20 Meter gelaufen, tot. Und da habe ich gedacht, ey, was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Und dann kannst du dich mit den Leuten noch nicht mal unterhalten, weil die alles international ist. Von den Chinesen bis Russland bis Amerika, alles so durchgemischt da und. Nee. Also ich bin heilfroh, dass ich jetzt hier meinen einen Scum-Server habe und für Deutschsprachige jetzt ausgelegt habe. Ne? So, funktioniert auch ganz gut, dass. Das wird, die Leute, die neu sind oder so, die wissen halt nicht, wie gut die das hier haben, weil die kennen ja nichts anderes. Das ist so. Ne? Und ja, Stress und sowas kommt immer mal zustande hier, das bleibt da nicht aus. Ne? Der Beef, das ist normal. Wir sind ja alles hier Insassen. Rollenspieltechnisch gesehen ist es ja nun mal so, wir sind hier auf einer Knastinsel, wir sind alles Kriminelle, ne? Steuerhinterziehung, Brandstiftung, Diebstahl, ne? Alles. Irgendeiner hat irgendwas verbockt, deswegen sind sie hier. Und besser als im Knast halt, und hier können wir unsere Zeit halt absitzen. Und gleichzeitig ja, kann man durch diese Scum-Sendung, die ich hier drehe, halt als TechOne-Reporter, kann man dann noch ein bisschen generieren, weil die Zuschauer und sowas, das ist natürlich ein riesen interessantes Ding, was da aufgezogen ist. Die gucken natürlich, wollen gucken, wie die Insassen hier auf der Insel klarkommen, was sie so machen. Ne? Und im Moment tanzen Jasmin und Goldie halt auf den Stacheln zum Beispiel. Das kann man machen. In der PvP-Welt machst du das nur einmal, aber hier in der PvE-Welt, wo wir hier sind, ne, im grünen Bereich. Leute, zofft euch nicht, der Owner braucht eure Spenden. Richtig, warte mal kurz. So, dann haben wir das Thema auch schon mal hinter uns, Leute. Sehr schön, alle gut erzogen hier.
Von mir nicht. Knochi, mach dich hier unbeliebt, sonst kommt gleich die Kralle hier, Alter. Leute, reiß deinem Riemen. Die Leute sehen das jetzt. Benimmt euch jetzt einmal. Wer kommt da unten denn jetzt? Oh, Puperzki, Alter. Reiß dich am Riemen. Das sind unsere Nachbarn. Oh, da hinten läuft die Killerbraut. Was ist da denn los? Und die Bockwurst haben wir da. Blaue Blubberbärtbube ist da hinten. Und wenn euch was aufregt in der PvP-Zone, wenn das scheiße ist, wenn ihr da abgeschossen werdet, wenn ihr keine Ruhe habt vor anderen Spielern, dann kommt da zu uns in den grünen Bereich, Leute. Also mir geht's richtig gut, mir wachsen die Haare wieder. Guckt euch an, wie glücklich die Spieler hier sind. Und wenn die den ganzen Tag auf den Stacheln stehen und wenn die den ganzen Tag auf dem Dach sind oder sowas, das ist scheißegal, lasst sie doch einfach in Ruhe spielen. Wenn ihr zu wenig PvPler, zu wenig Gegner habt, dann sorgt dafür, dass neue Gegner rankommen, ne? Holt Kämpfertypen ran, ja? Aber lasst doch die PvEler in Ruhe. Oder Rollenspieler, das sind PvEler, die bleiben auch in der Regel PvEler. Die kann man nicht irgendwie umstimmen oder sowas. Bringt nichts. Holt euch lieber eigene Kumpels oder sowas oder was weiß ich. Da müsst ihr selber richtige PvPler anwerben. Dann macht das auch Spaß. Weil gegen Leute zu kämpfen, die gar keinen Bock haben und das auch gar nicht so trainiert haben oder wie auch immer, macht ja auch keinen Spaß, ne? Oder was sagst du dazu, Blaubasch, Blubber, Bockwurst? Oh, ist einer gestorben? Da liegt was Oranges. Ja, wir sehen das, ne? Wir sehen hier alles, liebe Freunde. Ne? Zap, 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 zap. Mega Burg. Muss auch repariert werden, so ein Konstrukt hier. Ich filme das mal eben kurz von oben. Ja, weil gewisse Höhen, da verschwinden schon ein paar Sachen. Ihr seht das selber, ein paar Details. So, diese Höhe geht, glaube ich, da kann man noch ein bisschen was sehen. So, so, ab hier wird so ein bisschen alles gerendert, ne? Da geht das schon weg, man sieht das so alles, ne? Ja, muss auch repariert werden, die Burg, die gammelt ja vor sich selbst weg, ne? So, wer war hier im Hintergrund? Die gute alte Killerbraut, ist irgendwie neu, ich kenne die jetzt gar nicht, sagt mir nichts. Mal gucken, wer sich dahinter verbirgt, Leute. Oh mein Gott, sie hat Probleme mit den Zombies. Sieht auf jeden Fall wirklich aus. Oh, jetzt eine geknallt gekriegt. Ja, die Viecher hauen rein, ne? Die sind sehr stark, ey. Ja, da klötert der Klöterkasten, ne? Was ist das hier? Kokosnuss, Heidewitzka. Genau, erstmal Milch. Oh, du gießt dir noch was Shirt. Die Kokosnuss dran. Hast du angefangen oder was? Knüppelstange, Level 1 Waffe. Ja, der mal vor Zombies hätten auch mal einen Knüppel, ne? Oder eine Schusswaffe oder so. Also Leute, so wird hier gekämpft. Weil man frisch angefangen hat. Ja, die Knüppel ist besser als nix, ne? Also alles ist besser, finde ich, in der Hand zu haben, als jetzt nur die bloßen Hände, ne? Aber der Knüppel ist halt auch schwach, das ist ja nun mal so, ne? Und die Zombies sind relativ stark hier. Wir sind bei Zippo gelandet und Bärli. Bärli, das ist ja auch ein süßer Bärli, ne? Aber wo ist Huntress denn, Alter? Lange nicht gesehen, macht er Pause oder was? Tante Hedeweg, Ilona, ah gut, wie gesagt, ich bin ja auch nicht immer da, ne? Bärli. Na, wenn der sich nochmal ein Bärenkostüm anzieht, wa? Ach, das ist eine Berline, Alter. Ui. Keine Pistole dabei. Zippo ihn auf, oder was? Häuser haben sie genug, ne? Boah, hier sind schon wieder welche zugekommen. Das hier ist der Parkplatz.
Ja, scannen, scannen, scannen. Naja, hier ist ruhig, chillig in der Ecke, ne? Aber schick gebaut, wa? Alter, ey, da hab ich keinen Bock zu, ne? Ich hab da keinen Bock zu, da so viel zu bauen, ey. Ja. Junge, Junge. Und was hier auch an der Box sichtbar ist, es sind keine Wände, ne? Manche bauen ja immer mit Wände und so. Und hier, das ist tatsächlich so eine offene Base. Kann man machen. Ist halt, was, sieht man halt seltener, dass mal jemand keine Wände macht. Ne? Dafür sind hier aber 1000 Platten. 1000 Platten. Und hier ist sogar eine Brücke gebaut worden. Schick. Finde ich cool. Brücken sind immer gut. Die gute alten Frittentheke. Yay. Bist am Aufmunitionieren. Bist in der Kirche oder was? Oha. Wie lädt er denn nach? Geisterkräfte. So. Das müssen wir aber noch lernen, wa? Willst du die Absolution erteilt bekommen? Wo ist er denn? Die Absolution. Da ist er doch. Tada. Sieht immerhin gar nicht aus wie so ein Pommespanzer, ne? Der gute alte Frittentheke. Aber er mag Tattoos. Und lange Waffen. Und was zu essen. Hier kannst du Buße tun. Das ist der Klingelbeutel. Dann kannst du gleich was reinwerfen. Wir sind bei Flippy gelandet. Flippy. Fette Base hat er hier. Und Radio hört er auch. Lass mal sehen, wie sieht's hier aus? Die Schränke hier, guck an. Hier ist sein Dachboden. Waffe da im Griff. Oh, das ist ein Revolver, Leute. Guck mal, so sieht er aus. Von der Seite. Mit Visiereinrichtung vorinstalliert. Sehr schön. So. Roter Wagen mit Turbolader. Schleusensystem hat er. Was hat er denn jetzt gemacht? Lippi. Hat er irgendwas hingeworfen? Guck, das Dach ist auf dem Bett, Leute. Ja, auch eine interessante Base, kann man mal sehen. Hier sind überall wieder. Die guten alten Mauern mit Schleusensystemen und sowas. Sowas sollte man auf jeden Fall machen, wenn man eine PvP-Welt baut, ne? Und? Ja, die Spieler, die haben ja alles doppelt und dreifach irgendwie, ne? Aber vielleicht ist es ja Training oder so. Aber einbrechen hier, das geht ja alles so hier nicht, normalerweise. Ne? Aber das sieht hier aus, also als was so eine PvP-Burg wäre, tatsächlich, ne? Doppelte Wände und sowas, zig Türen und sowas. Hat er sich sicher eingebaut hier, der Schlingel, ne? Wir sind gelandet bei Mikey Dicey. Ui, Fenrir am Ballern. Seid ihr am Tanken hier? Sehr gut. Zerfetzt alle. Oha, der hat keinen Schalldämpfer. Dafür ein Schottenrock. Da wird's kühl zwischen den Lenden, Mensch. Ach so, das ist hier, ich wollte gerade sagen hier. Das ist ja hier, na, ich hätte fast gesagt, Olga, Leute. Wie solche Geier wieder. Ja, es sind immer Geier hier. Könnt ihr mal aufhören, so geldgierig zu sein, Leute? Was ist denn hier wieder los mit euch? Schönes Warpad, ne? Kein Kratzer drin. Sieht aus wie Neuwagen. Zwei volle Truhen weg. Wir haben nichts genommen. Hör auf zu heulen. Was ist da denn schon wieder los? Ach Leute, das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber ich sag mal so, wenn es hier kein Beef wäre oder sowas, das wäre ja auch irgendwie langweilig, oder? Na, wer liegt denn hier schön in Stellung? Black Widow und Lazy. Beide mit fetten Snipern. K98 oder was? Oh, schönes Gewehr. I love it! Habe ich immer gerne mitgeschossen, ne? Ich muss mir auch mal unbedingt wieder eine zusammen machen. Ich habe ewig nicht gesnipert, Leute, ey. Knochen Joe. Auch keine Kisten anrühren.
Mein Rucksack ist bei der Aktion Despawn. Und da war echt gutes Zeug drin und ich heule auch nicht rum. Richtig so. Ja, hier bei Scoop verliert man sowieso in einer Tour. Also hier dürft ihr keine Verlustängste haben bei dem Spiel, ne? Man verliert hier immer wieder alles, das ist leider so. Ne? Sieht das nicht schick aus, leider die Grafik und so. Cool, oder? Ja, wir sind hier draußen, ich weiß nicht. Mal wieder gefährlich hier. Oh, die Brücke wird abgescannt. Oh mein Gott. Gucken, ob hier irgendwie Gegner sind. Lazy ist da vorne. Ne, leider keiner hier. Mensch, hätten wir sonst ein bisschen was sehen können, ne? Aber soll nicht so sein. Ist wie gesagt 21:30 abends. Über 30 Leute online. Und deswegen, liebe Leute, gucken wir mal weiter. Vielleicht sehen wir noch ein bisschen was hier. Der gute alte, was willst du? Was willst du? Lübt hier lang am Kanal. Oh, da hinten kommt Cargochen. Bis an die Zähne bewaffnet. Drei Waffen hat er bis zum Anschlag. Voll hier alles. Guckt euch das an. Und gleich verliert er eine dann, ne? Bist du alleine hier? Manchmal schlecht zu sehen. Ich sehe jetzt so gerade aber keinen hier. Hast du Arschhaare geraucht heute? Es soll ein Admin in Discord kommen, dann wird es geklärt. Richtig so. Wenn ihr Probleme habt, wir haben das Ticketsystem, Leute, in Discord und da könnt ihr irgendwie ein Ticket schreiben, ne? Kisten, Basen, Garagen im PvP-Gebiet sind von PvE-Spielern komplett in Ruhe zu lassen. Knochi, Knochi, Knochi. Leute, ihr sollt euch nicht unbeliebt machen, wir sehen das jetzt gerade alles. Du bist wohl mit einem schlechten Bein aufgestanden. Der Einzige, der nicht mehr alle Nadeln an der Tanne hat. Ja, der Hintergrund ist manchmal schlecht zu lesen hier. Und die Grammatik auch nicht immer. Der Einzige, der nicht mehr alle Nadeln an der Tanne hat, bist du. Sehr schön. Solange da noch ein Smiley hinter ist. Ja, aber das gehört dazu. Das ist ja Psycho. Ne? Das sind ja alles gefangene Insassen hier auf der Insel, Leute. Alles hochkriminelle Leute. Natürlich können die sich hier gegenseitig anmachen. Das gehört ja zum Spiel dazu. Ne? Wir wollen ja auch hier Konflikte. Das ist halt so. Die Gangs sind ja auch gegeneinander teilweise und sowas. Ne? Oder die Parteien oder was auch immer. Ne? Und dafür spielen wir ja das Spiel. Ne? Hier könnt ihr euch gegenseitig zerfetzen. Und das ist ja auch gut so. Das wollen wir auch sehen. Oder was willst du? Was hast du dazu? Doch, ne? Wollt ihr euch zerfetzen hier? Wir sind bei Lucius Balake gelandet. Waren wir bei dem schon? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube nicht, oder? Lucius! Er legt sich erstmal. Wie siehst du denn aus, Alter? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn für einer? Gesund sieht aber nicht aus, oder? Die gute Alte, nicht die Mama. Bis an die Zähne bewaffnet, gleitet er hier über die Wiese. Im Stealth-Gang, Leute. Ganz ohne Roboter hier, herrlich. Na, jetzt kann man endlich mal schön hier ballern, Leute, und die Drecksroboter. Mal gucken, bist du alleine hier auf dem Flugbahnhof? Oh, nö, ne. Freunde, wir sind in eine Überwachungskammer gelandet von Repti. Dann, Gold Vendetta und dann noch Nature Uni hier in der ja, Sicherheitskamera. Sicherheitskamera bedeutet immer, dass die draußen in der PvP-Welt wohnen. Und ich will natürlich so gut es geht gar keine Informationen den Spielern hier zukommen lassen über meine Videos, wo die die Häuser finden können und deren Hab und Gut dann möglicherweise einfach plündern können. Na, das sollen die im Spiel selber herausfinden. Also ich persönlich mache es auch so, ich öffne hier jetzt keine Karte oder irgendwie sowas oder guck mich groß um oder sowas, das interessiert mich alles gar nicht. Ich selber bin ja sowieso in der PvE-Welt und darf gar nicht raiden dann. Wir PvEler dürfen ja nicht raiden draußen. Aber wir ballern halt gerne, deswegen habe ich da grundsätzlich eigentlich gar kein Problem mit, in der Safe-Zone zu wohnen, Leute. Weil ich will eigentlich auch nur schießen. Dieses Raiden an sich interessiert mich gar nicht, weil ich eigentlich immer genug Loot habe, wisst ihr, wie ich meine? Und dieses Knacken fand ich sowieso immer doof. Aber das Sprengen macht Spaß. Ja, die sind fleißig am Aufbauen, ihr seht selbst, Leute, und wir gucken mal weiter. Ja, Freunde, wenn die Leute sich da in dem Chat zanken, was auch gang und gäbe und normal ist, sage ich mal, sind Mikey, Dicey und Lexi Hexi hier am Feuer und entspannen sich hier in der PvE-Zone, liebe Freunde. Ihr seht selbst, ein sehr schönes Häuschen. Schöne Mopeds. Du Affe, sehe ich da nur noch im Chat. Ich glaub, ich lese den Chat nicht mehr. Oh mein Gott, das gehört alles zu Scooben dazu, Leute. Das ist normal. Da hinten ist große Bier, Leute, dann fliegen wir da mal hin. Oh, hier kommt mal ein schönes Bütchen.
Das hier ist so Sumpfgebiet. Guckt es euch an. Das ist alles noch PvE-Land hier. Große Biernot. Na, was macht, was geht ab hier? Was geht ab? Hast du dir schon wieder ein paar Wölfe hier? Wolf gelaufen? Probiert es geht. Nicht beleidigen hier. Genau, so sehe ich das auch. Na, was ist denn da? Was machst du denn, Biernot? Ui! Hast du gepupst oder was? Wir sind bei Dixon gelandet und Knochi Joe. Knochi in seinen Kräften. Er macht ein Arschklatschbrett. Sehr schön, liebe Freunde, sehr schön. Ach, die. Guck mal, die rüsten ihre Wände auf. Paps, so sieht man gleich viel besser. Scheiß Filter, Alter. Oh, jetzt holt er seine Nudel auch noch raus. Das muss hier wieder kommen. Guckt euch das mal an. Genau das Ding hängt wieder im Bild, Alter. Gut, Freunde, jetzt bin ich selber schon ganz durcheinander wegen dem Chat, Alter, weil das immer so spannend ist zu lesen. Dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich war. Hier ist jedenfalls Crosshead und wir sehen uns auch schon morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.